Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu Shoki Banoki Daily, deine tägliche Dosis Angeberwissen. Ja. Heute im Studio Sascha Ehlert und ich, Marc Hagenbeck. Das ist ja schön, dass du das so erzählst. Mhm. Ja, heute ist der 16. Juni. Ja. Richtig, wir ja. reden über den 16. Juni ja. und die Sibel, wie heißt sie nochmal? Sibel, wie heißt sie nochmal? Kekili. Kekili. Kekili, ja, ich Kekili. Weiß, wer es ist, aber ich habe es jetzt irgendwie nicht so. Dann machen wir doch mal ein Bild von ihr, vielleicht fällt es uns dann leichter. Uns ja, genau. Sibel Kekili, ehemals irgendwie mal, also Schauspielerin in allen Genres unterwegs. Was heißt in allen Genres? Na, die hat auch mal ein Porno gedreht, glaube ich, oder echt mehrere. Jetzt? Ja, genau. Habe ich auch schon mal, irgendwo auch gesehen, irgendwie. Dann, das Moment, ganz mal, kurz. Wurde mal, ja, Newton. Genau. Wurde auch mal gezeigt. Ja, da ist halt so, macht sie halt irgendwie so. Aha. Kram, ne? So. Ja, aber später dann halt wirklich ernstzunehmende Schauspielerin, Tatort-Kommissarin und auch bei Game of Thrones hat sie mitgespielt. Echt jetzt? Ja. Mhm. Kann man mal machen. Ja, es ist ja eher 50% Porno, ne? Zumindest die ersten zwei Staffeln oder so. Ne? Ich kenn's gar nicht. Ah, ja, musst du mal gucken. Also, da geht's schon ziemlich zur Sache. Ich habe da sogar eine Lieblingsszene, erzähle ich dir später. Okay. Ja, was gab's noch? 16. Juni 1935, die Normandie. Ein französisches Passagierschiff von 79.000 Bruttoregistertonnen erreicht New York nach einer Atlantiküberquerung in der Rekordzeit von 4 Tagen. Boah, vier Tage, Mann. 4 Tage. Aber so, das war 1935. Für die damalige Zeit, das war wirklich schon Sag mal, eine Sensation. Ne? Ich habe auch mal ein Bild mitgebracht von dem Dampfer. Ne? Guck das mal hier. Ist der Oschi. Ja, guck mal, der hat auch 3 Schornsteine. Ne? Boah, was der alles hat, du. Was der alles hat, eine Reling. Sieht man? Boah! Sogar Rettungsboote hat das Boah, Ding. Boah, Respekt und Anerkennung. Ist auch nie untergegangen. Nee. Bis zu seiner Verschrottung. Ne. Und ja. Knaller. Kann man mal machen, ne? Ja. Und am 16. Juni ist der irische Bloomsday. Ja? Bloomsday ist nach dem Schriftsteller James Joyce Ulysses benannt, sozusagen nach dem Haupt, nach der Hauptfigur in seinem Werk. Und der Leopold Bloom heißt diese Figur. Und nach dem ist in Irland dieser Bloomsday benannt. Tatsächlich? Die benennen einen Tag nach einer Romanfigur? Ja, das muss irgendwie ein Riesenhype da in Irland sein und die finden das irgendwie total geil. Die sind halt sehr stolz darauf. Was hätten wir denn für eine Figur aus einem Roman, die wir... Goethes Faust. Das wäre sowas wie der Faustday, Faust. Sozusagen. Aber wir würden sagen Fausttag. Fistday würden wir sagen. Fistday? Liebe Kölner, ihr wisst sicher, Alleke. Fistday ist, gibt es? Gibt es, ja. Wird inoffiziell gefeiert. In den Darkrooms, in denen Sascha sich immer rumtreibt, da gibt es auch die Fistdays, natürlich. Kennst du den Spruch, wer hat den Kaktus in den Darkroom gestellt? Nee. Egal, ja. Das war Shoki Banoki Daily, heute am 16. Juni. Wir sehen uns morgen wieder. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.